Das Apollo-Varieté hat kreative Verstärkung bekommen, liebe Zuschauer. Katharina Jeck hat Anfang des Monats die Theaterleitung übernommen. Heute hat sich die 34-Jährige im Beisein von Roncalli-Chef Bernhard Paul der Öffentlichkeit vorgestellt und worauf sie sich bei der Arbeit freut und was vor allen Dingen natürlich auch die Besucher erwartet, erfahren Sie jetzt im Beitrag von Sandy Liesen. 3 Jahre lang arbeitete Katharina Jeck als Kreuzfahrtdirektorin. Dabei sammelte sie schon Erfahrungen im Entertainment-Bereich. Als Theaterleiterin kann sie jetzt ihrer Leidenschaft weiter nachgehen. Wie auf dem Schiff will sie künftig auch im Apollo-Theater Gastgeberin sein. An der neuen Aufgabe reizt sie, vor allem Emotionen weitertragen zu können, Gästen die Möglichkeit zu geben, für kurze Zeit in eine ganz andere Welt einzutauchen, den Alltag zu vergessen, Träume vielleicht auch zu realisieren. Jeck möchte die Shows möglichst nah an den Wünschen der Gäste orientieren. Die erste Chance dazu hat sie bei der Show, die 2015 startet, da die Produktionen für dieses Jahr schon geplant wurden. Aktuell und noch bis zum 27. Juli läuft im Apollo-Theater Arrivederci Roma. Ende August geht es dann nach Hollywood und pünktlich zum Winter entführt eine Show die Gäste nach St. Moritz. Auch für die Produktion der ersten Show unter neuer Leitung gibt es schon einige Ideen. Details dazu wurden aber noch nicht verraten.